Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, es ist heute Mittwoch und ich freue mich riesig, euch ein neues Video zu zeigen. Und ich habe heute ein richtig interessantes Thema, zumindest für mich und ja, für die einen oder anderen, die auch Probleme da diesbezüglich haben, hilft es auch. Also fange ich einfach mal an. Ich möchte heute mit euch über das Thema Strom reden. Strom oder besser gesagt Stromausfall. Oh Gott. Bei uns zu Hause sind wir mal ohne Witz, ich glaube, mindestens so 2 bis 3 Wochen ohne Strom gewesen. Also, um es genau zu nehmen, unser Bad, unsere Küche und unser Wohnzimmer waren komplett dunkel. Und da konnte man dann auch nichts machen oder so. Und ja, das war sehr interessant, weil das war ausgelöst, weil uns eine Birne rausgeflogen ist, so ganz ungeschickt, so, ja, wie sagt man es am besten, dämlich, richtig dämlich. Die ist nämlich rausgeflogen und zwar ist die richtig durchgeschmort und hat dabei irgendwie die Leitung beschädigt. Und dabei ist dann eine Sicherung rausgeflogen und dann hatten wir voll lange dunkel und ja. Aber was ich auf jeden Fall euch erzählen wollte, war Tipps und Tricks, wenn man gerade keinen Strom hat. Also es gibt ja Länder, da ist manchmal der halbe Tag kein Strom oder noch länger. Und wir haben es ja eigentlich mit unserem Stromnetzwerk richtig gut und sollten echt froh sein, dass wir so viel Strom haben. Aber ja, heutzutage ist dieses Szenario gar nicht mehr so, ja, undenkbar wie vor ein paar Jahren noch, dass uns allen mal der Strom für ein paar Tage wegbleibt. Und meine Mutter und ich sind schon seit Jahren, Jahrzehnten immer total so auf Survivor, was machen wir, wenn der Strom wegbleibt, Training. Und ich dachte, ich erzähle euch heute ein paar Kleinigkeiten daraus. Also als erster Tipp, kauft viele Kerzen. Kerzen ohne Ende, aber auch nicht zu viele, weil sonst holt man sich eine fiese Rauchvergiftung und dann wird es einem total schwindelig. Taschenlampen sind auch immer ganz gut, aber da braucht man halt dann Batterien. Und mein Geheimtrick, wenn das jetzt eine Taschenlampe wäre, dann ist der Trick, und dass der Tisch dann immer so draufstellen, und zwar auf höchste Stufe, dann habt ihr sowas wie eine kleine Lampe, die aber eben keinen Strom braucht. Und das kann sehr hilfreich sein. Ein anderer Trick, der natürlich immer sehr hilfreich ist, ist die Dinge noch bei Tag zu machen, also wenn man Tageslicht hat. Das war damals so richtig schwierig, weil da musste man immer kochen und so, also weil unser Herd ging noch und unser Kühlschrank. Also Starkstrom, aber der normale halt nicht. Und so musste man dann halt immer bei Licht kochen. Und das war eigentlich damals so, ja, Vorbereitung auf den Notfall. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall bei Tag immer kochen müssen, damit es wirklich funktioniert. Dummerweise ist zu der Zeit dann, glaube ich, auch unser Ofen und unser Herd kaputt gegangen. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob das so war, aber ja, auf jeden Fall mussten wir dann richtig kreativ werden, weil das war an einem Samstag, Sonntag, um den Dreh rum oder zu Feiertag. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir nicht direkt an dem Tag einen neuen Herd bekommen haben und auch recht spät erst. Und wir dann so 2, 3 Tage auf jeden Fall bei meinem Papa unten kochen mussten. Und dann mussten wir meistens so ja, unten kochen oder bestellen und das war auch irgendwie komisch und katastrophal. Oh Gott, da gab es dann jeden Tag oder bei McDonald's Essen und ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Was auch helfen kann, ist ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug hilft unglaublich viel, weil mit einem Feuerzeug kann man im Notfall im Garten ein kleines Feuerchen machen. Klar, ist nicht legal, aber ich glaube, wenn der Strom ausfällt, ist einem egal, was legal ist. Nehmt mich da nicht als Beispiel, aber ich würde, wenn ganz ehrlich, wenn ich wüsste, dass 3 Tage der Strom ausfallen würde und oder ich einfach so sehen würde, ich habe die Wahl zwischen, ich sitze da hungernd am Busch oder und knabber irgendwelche Blätter
Oder ich mache ein kleines Feuerchen im Garten, da wäre schnelles Feuerchen im Garten die Lösung. Ja, Töpfe, die Töpfe, da sollte man halt keine allzu wertvollen nehmen, weil Feuer brennt immer wärmer als im Zweifel jede Platte. Stockbrot. Stockbrot ist eine tolle Sache, wenn man weiß, wie es geht. Aber da, heutzutage gibt es ja so viele Rezepte, da kann man auch im Internet welche finden. Klar, wenn der Strom weg ist, hat man kein Internet mehr, aber wenn man alles jetzt schon so googelt, alles jetzt vorbereitet, dann ja, dann ist man schon gut vorbereitet, weil man sollte immer auf solche Notfälle schon mal vorbereitet sein, bevor sie wirklich eintreffen. Man muss natürlich nicht immer in der Angst leben, oh Gott, was, wenn jetzt der Strom morgen ausfällt, aber zumindest so ein bisschen was vorbereitet haben, nur für den Fall der Fälle, kann nicht schaden. Um diesen, ja, um das auch so zu sagen, manchmal kann es auch ein bisschen hilfreich sein, so kleine Hamsterkäufe zu tätigen. So ein bisschen einen Vorrat da zu haben. Also sowas wie, ich habe zum Beispiel immer 2 Dosen Tomatensuppe da oder Tomatensoße. Nur für den Fall, dass ich mal eben, wie gesagt, keinen Strom habe und dann kann man die Dose ja direkt ins Feuer reinstellen oder so. Zum Rausnehmen müsste ich mir dann noch was einfallen lassen, aber das könnte man dann zum Beispiel also machen oder auf den Rost. Dann hält man die Suppe in der Dose und könnte es direkt löffeln. Einfach für solche Fälle habe ich immer so ein bisschen Dosenfutter im Haus. Und da ist dann einfach solche, so ein paar Lebensmittel auch, kauft auch ein paar Sachen. Also ich bin auch jemand, ich habe immer Minimum 1, 2 Packungen Lebensmittel, Dinge da, die man auch ohne Kochen zubereiten kann. Also sowas wie kalter Pudding. Das klingt jetzt doof, aber der wird mit kalter Milch angerührt und dann wird es trotzdem dick und das ist auch sehr sättigend. Aber sowas habe ich zum Beispiel da. Oder ja, oder eine Nudel oder Fertignudeltüten, da muss man dann bloß noch heißes Wasser drüber leeren und wie schon gesagt, Feuer, Topf, Wasser, Hitzen, heißes Wasser und dann kann man sich da locker die Nudeln kochen und einfach solche Sachen mal beim einfach mal so überlegen, auch manchmal im Laden stehen und überlegen, wenn ich jetzt keinen Strom hätte, würde ich dann zum Beispielsweise das und das gekocht bekommen. Klar, wenn kein Strom da ist, kann man nicht davon ausgehen, dass man ein 6-Gänge-Menü kocht. Obwohl, ich habe eine Tante, der traue ich das zu. Die schafft es noch ohne Strom ein 6-Gänge-Menü zu kochen. Aber wir sind nicht alle wie meine Tante und nicht jeder weiß dann auch, sich zu helfen. Und die oberste und wichtigste Regel, wenn der Strom ausfällt, ist mal erstmal tief durchatmen, gut durchatmen und nicht in Panik verfallen, sondern logisch nachdenken, was braucht man. Und die ersten Dinge, die man braucht, ist, man braucht eine Lichtquelle, also Kerzen beschaffen, Taschenlampen, damit man sich nicht anschlägt. Die zweite Sache ist gucken, ob es nur lokal ist oder ob es weitergeht. Also zum Beispiel, indem man dann mal aus dem Fenster guckt, ob die Nachbarn auch keinen Strom haben. Die übernächste Sache ist, es ist ein Schwachsinn, in dem Moment zu denken, dass man das Telefon funktioniert. Also ein Handy einfach auch mal zur Hand zu haben zu Hause, kann auch nicht schaden. Und wenn man niemanden anrufen kann, dann einfach warten. Vielleicht geht der Strom ja bald wieder an. Vielleicht sind es einfach nur Stromtests und die sind unangemeldet oder so irgendwas. Aber es muss nicht immer die große Katastrophe sein, bloß weil gerade etwas nicht funktioniert. Das ist das, was ich euch sagen möchte. Und was natürlich die allerwichtigste Sache ist, die man immer als allererstes anmachen sollte, ist, macht eure Kreativität an. Schaltet eure Kreativität ein, lasst euch irgendwas einfallen. Sei es jetzt sowas wie, als bei uns der erste Tag der Strom weg war, habe ich zu meiner Mutter gesagt, okay, Mom, wir haben jetzt 17 Uhr, ich habe keine Bock, ich gehe ins Bett. Morgen, darum kümmere ich mich morgen. Das war meine Idee in dem Moment, weil ich einfach gedacht habe, sei es drum, ist egal. Es ist morgen Strom, schau nur weg. Also. Und ja, das ist einfach so mein Tipp. Denkt nicht immer so linear. Denkt nicht, oh Gott, der Strom ist weg, da muss das und das passiert sein, oh Gott, um Himmels Willen. Und verfallt in eine Panik, wo noch gar nicht klar ist, was überhaupt los ist, sondern
denkt erstmal vielleicht an was Positives, sowas wie, auch wenn es blöd klingt, uns nicht wirklich was Positives ist, aber bei uns ist gerade eine Sicherung rausgeflogen. Weil kleine Dinge müssen nicht immer Großes bedeuten. Aber wenn man sich in solchen Momenten dann einfach mal kreativ versucht, Lösungen zu finden und wirklich darüber nachdenkt, was man als nächstes tut und Schritt für Schritt denkt, dann hilft es auch, wenn dann irgendwann mal doch noch irgendwas Größeres wäre. Also ich bin mal auf jeden Fall eine ganze Weile lang ohne Strom ausgekommen und ich weiß jetzt, dass ich den Strom nicht so dringend brauche, wie ich bis dato immer gedacht habe. Und das heißt für mich, dass ich auch bereit bin zu sagen, wenn ich diesen kurzen Zeitraum ausgehalten habe, dann kann ich es auch über noch einen längeren Zeitraum aushalten. Und das heißt dann auch einfach sich mental mal darauf einzustellen, dass mal nicht alles rund läuft. Einen Tipp habe ich noch, beschafft euch Brettspiele, analoge Brettspiele, das kann extrem hilfreich sein, viel Zeit kann dadurch wirklich dann verbracht werden und es ist auch manchmal wirklich, wirklich schön, einfach im Dunkeln zu sitzen, mit einer Kerze, mit seinen Eltern Uno zu spielen und zu bescheißen, dass alles zu spät ist. Leid, aber an dieser Stelle, ich gestehe, bei dieser UNO-Runde, die rote Karte war nicht blau. Ich habe behauptet, das ist blau, es war nicht blau, es war rot. Aber im Dunkeln sah es aus wie rot, wie blau. Und deswegen habe ich es dann durchgehen lassen und habe so gewonnen. Also, einfach mal es positiv sehen. Ein verschwundener Strom muss nicht für immer wegbleiben, weil nichts ist irgendwie für immer. Alles kann sich ändern. Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Freitag wieder einschaltet. Am Freitag ist nämlich mein Jahrestag. Da habe ich mein erstes Jahr YouTube. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Ich werde dann so ein kleines, was hat sich bei mir geändert, was ist gleich geblieben, Ding machen. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Und falls ihr irgendwelche Survivor-Tipps habt, so für Stromausfälle oder für andere Situationen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder auf Twitter oder Facebook oder eben eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis Freitag. Tschüss.